ja immer, dass das Instrument sich eigentlich den Spieler aussucht. Also man wird oft gefragt, warum hast du jetzt Orgel gelernt und nicht Saxophon oder Gitarre? Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass man automatisch immer zu dem Instrument findet, was man gerne spielt und haben möchte. Thorsten Ahlrichs spielt seit Kindertagen Orgel. Der Kreiskantor studierte und arbeitete an Instrumenten in Deutschland, den Niederlanden und Norwegen. In Ganderkesee steht ein Instrument aus dem Jahre 1699 im Zentrum seines Wirkungskreises und es erfülle den Ruf seines Erbauers, Ab Schnitger. Diese unübertroffene Qualität in der Verbindung mit der unglaublichen Einfachheit. Also gerade hier in Ganderkesee können wir das sehen, dieser Instrumententypus, der hier steht, ist so schlicht und einfach gebaut und trotzdem von so hoher Qualität, dass er nicht nur die Jahrhunderte überdauert hat, sondern auch durch alle Generationen immer wieder gesagt wurde, ja, die Orgel ist gut, da muss man wenig dran tun. Das ist das eine, das Konstruktionsprinzip sozusagen, und das andere ist einfach der Klang, also diese große Charakteristik der einzelnen Klangfarben, sodass man selbst bei einem relativ kleinen Instrument wie hier in Ganderkesee eigentlich nichts vermisst und alles darstellen kann. Hier in Ganderkesee ist interessant zu sehen, dass die Gemeinde eigentlich 1699 nicht reich war. Die hatten nicht viel Geld. Deswegen hat Schnitger hier auch ein extrem simples Instrument gebaut. Das sieht man an ganz vielen kleinen Details. Zum Beispiel, dass das Schnitzwerk, das ist kein Schnitzwerk, was wir sehen, sondern das ist einfach ausgesägte Laubsägearbeit, könnte man sagen. Und dann einfach bemalt, damit es ein bisschen perspektivisch aussieht. Die wahre Pracht auch dieser Orgel liegt in den Händen ihrer Interpreten. Thorsten Ahlrichs kennt und schätzt die bemerkenswerten Details. Wir haben hier die seltene Situation, dass tatsächlich die Tasten aus der Schnitgerzeit noch erhalten geblieben sind. Allerdings muss man korrekterweise sagen, nicht die Tastaturbelege. Das führt meistens so ein bisschen zur Verwirrung. Also der Tastenkorpus ist tatsächlich alt. Da finden wir sogar noch die Anhangsösen, wo das angehängte Pedal ursprünglich drangehängt war, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Tastenbelege, die aus Schlangenholz gefertigt sind, sind dann allerdings bei der letzten Restaurierung rekonstruiert worden. Das ist ein sehr aufwendiges Verfahren, weil das Holz sehr hart ist und sehr teuer. Und das ist also eine aufwendige Arbeit, die sich aber natürlich lohnt, denn nun haben wir also wieder diese kurzen Untertasten, die auch gerundet sind. Ich sage immer so ganz plakativ in den Orgelführungen, Bach ist schon zu junge Musik, das ist schon zu neu. Das stimmt natürlich nicht ganz. Also vieles von Johann Sebastian Bach kann man durchaus hier noch spielen. Allerdings habe ich bisher jetzt festgestellt, dass die Orgel am besten klingt mit eben diesem frühbarocken norddeutschen Repertoire. Also natürlich ist das Repertoire sehr eingeschränkt, aber in dieser Beschränkung liegt ja dann auch wieder der Reiz, kreative Lösungen zu finden. Hier im Raum, in diesem Kirchenraum, muss man sich immer wieder sehr disziplinieren, dass man nicht zu schnell spielt, übrigens wie beim Sprechen auch, und dass man sehr deutlich artikuliert. Also vieles muss man übertreiben. Und ich behaupte mal, dass wenn jemand nur kurz kommt oder das Instrument kaum kennenlernen konnte und dann spielen muss, dann ist oft so, dass man im Raum relativ wenig von der Musik versteht, weil einfach sich das überlagert. Man hört oben an der Orgel alles sehr direkt, so dass man als Organist gar nicht genau mitkriegt, wie kommt es denn unten an. Da erkennt man dann denjenigen, der zu Hause ist am Instrument, dass man natürlich dann um solche Wirkungen einfach weiß und dann vielleicht die Pause länger macht oder offener artikuliert, so solche Dinge.
Gründe, in ein Gotteshaus zu gehen, sind heutzutage divers. Längst sind Kirchen Kulturzentren und Konzertsäle geworden. Doch der Klang der Orgel lädt ein, ihre ursprüngliche Bestimmung zu bedenken. Die Kirchenmusik war der Weg, warum ich überhaupt zur Kirche gekommen bin. Das ist tatsächlich so. Also ich habe mit 8 Jahren angefangen, Trompete zu spielen, habe dann mit 11 angefangen, Orgel zu spielen. Dann bin ich in den Konfirmandenunterricht gegangen und habe dann ja sogar auch Theologie studiert, weil ich eigentlich Pastor werden wollte. Und habe dann irgendwann festgestellt, na, aber die Musik ist doch irgendwie wichtiger und möchte ich lieber betreiben. Also ich kann wirklich sagen, ich bin über die Kirchenmusik zur Kirche gekommen.